Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen, ja, zu meinem 500-Abonnenten-Special. tatsächlich, Freunde, es ist soweit und meine Güte, es ging am Ende doch schneller als gedacht. Hätte ich nicht gar nicht mit gerechnet. Deshalb auch jetzt leider das Video ein bisschen später als gedacht, weil mir natürlich genau in dem Moment, wo ich die 500 erreicht habe, beziehungsweise wo wir die 500 erreicht haben, eine Krankheit dazwischen kam. Ich hatte eine Erkältung, schrecklich Grippe gehabt letzte Woche. Und von daher konnte ich da jetzt erstmal nichts aufnehmen. Aber ihr seht's, nein, ihr seht's nicht, weil ich mein Bild im Hintergrund habe. Das ist der 1.11. Feiertag hier in Nordrhein-Westfalen. Und genau, jetzt habe ich wieder die Zeit, mal ein bisschen aufzunehmen. Mir geht's wieder besser und ja. Genau, machen wir mal das 500-Abo-Special. Also, ihr hattet mir, ich habe ja ein Video gemacht letzte Woche, wo ich mich angeboten habe, dass ihr mir die Fragen stellt. Und ja, da kam doch sehr viel Feedback, muss ich sagen. Also, ich scroll hier gerade mal durch. Das seht ihr jetzt alles natürlich nicht, aber ja, ist schon einiges, was da zusammenkommt an Fragen. Und dann würde ich doch einfach sagen, jo, springen wir doch einfach mal in die Szene rein. So, ich werde das jetzt folgendermaßen machen. Ich werde die Fragen nach und nach hier einblenden und ja, dann nach und nach beantworten. Okay, alles klar. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Als erstes war die Zocker-Omi am Start. Ich zeige euch kurz die Frage. So. Und ich lese sie einfach mal vor. Ha, wusste ich's doch. Klasse, wohlverdient. Ja klar, hau einfach mal einen Steckbrief raus. Und ganz wichtig, Haustiere. ja, ob es verdient ist, wisst ihr besser als ich. Also ich glaube ja nicht. Glaub, okay. Ja, einen Steckbrief raushauen. Ja, kann ich machen. Also kein Thema. Ich blende ihn mal kurz ein. Also, ich lese ihn auch einfach mal vor. Mein Steckbrief, Vorname Sebastian, Alter 30 Jahre alt bin ich, ja, tatsächlich. Und Geburtstag ist der 27.04.91 in dem Fall. Und ja, Wohnort kann ich euch auch schon sagen. Ich wohne im wunderschönen Rheinland, nämlich in Köln und in der guten alten Domstadt. Und ja, Kölscher Jung, Wahlkölner, beziehungsweise, ja, Wahlkölner. Und Geschwister habe ich keine, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin Einzelkind. Und ja, ganz wichtig ist, sind natürlich die Haustiere, wie du auch angesprochen hast, natürlich. Wir haben zwei wunderbare Katzen, den Haro und die Luna. Und ach, die sind einfach herrlich. Die sind mein Sonnenschein, unser Sonnenschein hier. Und genau, wir haben auch noch einige Aquarienfische und ja, genau, die sind auch sehr schön. Und Familienstand, verheiratet seit, lass mich mal überlegen, seit 6 Jahren und ja, ziemlich früh geheiratet, aber das ist manchmal halt so. Dann gibt es noch, was kann ich noch so zu mir sagen? Lieblingsessen definitiv Pizza. Ganz klar, und Döner. Sehr gesund, ich weiß, aber naja, gut. Jo, das wäre es erstmal so für den Steckbrief. Ich hoffe, Zocker-Omi, der sagt, das reicht dir erstmal an den Fuß. Wenn nicht, dann schreib nochmal eine Frage drunter, dann schreibe ich so nochmal einen Kommentar. Okay. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Die hat der Flying Dragon Games gestellt. Und ich würde sagen, die lese ich auch einfach mal vor. Okay, eine kleine Spezialfrage habe ich da doch noch. Fiel mir spontan ein, was hast du so für einen PC und welchen Rechner und was hast du da so Schönes verbaut? Welches Betriebssystem hast du bei dir drauf? Vielleicht interessiert es ja noch jemanden zufällig, um dein LP aufzunehmen. Ja, das kann ich dir gerne zeigen, Flying Dragon. Ich blende einfach mal einen Screenshot ein von CPU Z. Und da siehst du meine Hardware. Es ist alles ziemlich alt.
Ja, mein Rechner ist halt auch schon 8 Jahre alt, da bin ich jetzt ehrlich. Aber wie gesagt, für alte Spiele braucht man ja zum Glück noch keinen hochaktuellen Rechner. Und bei den aktuellen Preisen ist das ja auch nicht ganz so einfach, sich da einen neuen Rechner zu holen. Aber wie gesagt, die Hardware, die ist einfach das Beste, was es da noch gibt, sind die 8 GB Arbeitsspeicher. Aber gut. Alles klar. Du hast noch eine Frage, sehe ich gerade hier. Flying Dragon. Ja, dann würde ich sagen, blende ich die auch noch mal ein und ja, lese ich die auch mal vor. Wow, noch 2 Abos und du hast deine 500 erreicht. An alle erstmal für den Sepi ein Abo dalassen. Vielen Dank, das ist sehr nett. Puh, was könnte man denn fragen? Wie bist du auf YouTube gekommen und seit wann machst du schon deine LPs? Ist dies dein einziger YouTube-Kanal oder hast du noch einen anderen Namen? Trotz, wenn hier schon gefragt wurde, wie alt bist du denn? Da ich bestimmt noch einige Fragen habe, will ich die jetzt nicht aufzählen, wäre zu viel des Guten. Ach, das stimmt nicht. Alles gut. Sicherlich hat hier noch jemand anderes die ein oder andere Frage. Dann bin ich mal auf die Antworten gespannt im Spezialvideo. Weiterhin viel Spaß noch hier und mach weiter so wie gehabt. Ja, vielen Dank, Flying Dragon. Ich freue mich immer, wenn ich dich lese. Ja, zur Frage, wie ich auf YouTube gekommen bin. Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Damals, im Jahr 2010, habe ich einfach mal ein Gameplay-Video gesucht von dem Spiel Dino Crisis. Ihr werdet es wahrscheinlich merken, das Spiel habe ich selber auch hier auf dem Kanal gebracht. Und genau, als ich dann nach dem Video gesucht habe, da kam dann ein englischer Let's Player und ja, hab mir das dann so angeschaut, was er da gemacht hat, also kommentiertes Gameplay-Video. Und das war ja damals noch nicht so groß im Kommen. Und da habe ich mir gedacht, ach cool, kann ich mir auch gut für mich vorstellen. Und ja, dann habe ich im Jahr 2011 angefangen. Und ja, dann habe ich es versucht und natürlich war meine Mikrofonqualität damals noch nicht so doll. Es hat sich ja mittlerweile zum Glück ein bisschen gebessert. Und das ist die Geschichte im Prinzip. Also ich habe durch Zufall quasi durch ein Dino Crisis Video eines englischen Let's Players, ja, bin ich auf YouTube gekommen und habe mir dann den Kanal eröffnet. Ganz genau. Und ob ich noch einen weiteren YouTube-Kanal oder einen anderen Namen habe, nein, das hier ist tatsächlich mein einziger YouTube-Kanal. Ich habe nur noch die anderen sozialen Netzwerke, Twitter und so weiter. Jo, was wäre jetzt zu deiner Frage, Flying Dragon? Kommen wir mal zur nächsten Frage. Die hat der Sub-Zero 1980 gestellt. Auch ein etwas neuerer Zuschauer. Freut mich ehrlich, dass er da mit auf dem Kanal ist. Sei auch nochmal willkommen hier von meiner Seite. Na, ich freue mich für dich. Schon mal Glückwunsch von mir. Vielen Dank. Na, so neugierig bin ich nicht. Ich komme aus Duisburg. Ah, ganz in der Nähe. Cool. Von wo kommst du denn? Ja, ich komme aus Köln, aus dem Rheinland. Der guten alten Domstadt. Und wann startet Empire? Ach so, und ich heiße auch Sascha. Kannst mich also auch so nennen. Hi Sascha. Und ja, wann startet Empire? Emperor Schlacht um Dune, nehme ich an. Ja, das im Laufe des nächsten Jahres definitiv. Also, ich weiß es nicht. Also es gibt so viele Spiele, die wir hier noch durchmachen. Es ist einfach krass, wie viel da noch auf uns wartet. Aber ich kann dir sagen, nächstes Jahr, Sascha, kommt Emperor Schlacht um Dune. So, okay, dann springen wir mal in die nächste Frage. Die ist vom The Big Bang Gaming gekommen. Glückwunsch vorab, hast du dir auch verdient. Meine Frage lautet, wie nimmst du deine Videos auf und bist du ein Videospielsammler? Wenn ja, was sammelst du? PS1, PS2 und so weiter. Wie viele Spiele hast du? Grüße aus Thüringen. Ah, ein Thüringer. Hallo. Grüße zurück über die Staatsgrenzen hinweg, beziehungsweise die Bundesstaatsgrenzen. Ja, wie nehme ich meine Videos auf? Ist tatsächlich ganz einfach. Da ich eine AMD-Grafikkarte habe, nutze ich dieses Grafikkartenaufnahmetool AMD ReLive. AMD ReLive? Ja, AMD ReLive heißt es, glaube ich.
Und ja, nutze darüber den Bildschirm und quasi auch mein Mikrofon auf. Jetzt ist es ja so mit meinem Headset, das Original-Audio, das ist ziemlich, ziemlich rauschlastig, hat sehr viel Rauschen drin und hat auch keinen Bass in der Stimme drin. Deshalb gehe ich nach der Aufnahme immer hin, nehme die Audiospur aus dem Real-Life-Tool und pack die ins Audacity und bearbeite die nochmal nach. Das heißt, ich mache da nochmal das Rauschen weg, damit man das nicht so krass hört und legt noch ein bisschen Bass in meine Stimme, weil ich finde das angenehmer, so die Let's Plays zu gucken, anstatt dass irgendjemand ja eine piepsige Stimme hat oder ja, wobei, piepsige Stimme ist nicht schlimm, aber ich meine, wenn das Rauschen im Hintergrund ist, das wäre nicht so toll. Und dann nochmal auf die zweite Frage zu kommen, Videospielsammler. Also als Sammler würde ich mich jetzt tatsächlich nicht bezeichnen. Ich habe halt sehr viele alte Games hier auf dem Rechner rumliegen. Aber ja, also die PS1, PS2 Zeit halt, ne? Und auch viele PC-Spiele. Aber ein Sammler würde ich sagen, da gibt es andere Leute, die haben wirklich einen ganzen Schrank voller CDs, DVDs. Das habe ich nicht. Also ich habe alles hier digitalisiert. Habe vielleicht aktuell 20 bis 30 Spiele auf dem Rechner. Ja, alles digitalisiert, wie gesagt. Okay. Das zu dir. Danke auch für deine Frage. Big Bang Gaming. Echt cool. Und gehen wir mal weiter. Gabis Playground hat eine Frage. Super, wie alt bist du? Ja, ich bin ganze 30 Jahre alt. Alter Sack, bin ich hier schon. Ganz genau. Das war eine kurze Frage. Aber freut mich immer. So, dann kommen wir zum Hiski. Hiski LPR hat die nächste Frage gestellt. Die würde ich einfach mal vorlesen. Wow, 500, das ist die Hälfte von einem großen Meilenstein von 1000. Mein Glückwunsch dazu, da bin da echt neidisch. Ach was, auf mich muss doch keiner neidisch sein. Ich glaube, du machst besseren Content, aber gut. Private Fragen? So spontan fällt mir gar nichts ein. Ich wünsche dir einfach nur, dass du gesund bleibst und deinen Weg treu bleibst. Ja, ab jetzt versuche ich wieder mehr auf meine Gesundheit zu achten. Ja, ab jetzt gilt das dann quasi mit dem Gesund bleiben, ne? Toi, toi, toi. Und deinem Weg treu bleibst. Ja, man gibt sein Bestes, ne? Eine Frage hat er. Kannst du mich grüßen? Ja klar, kann ich das machen. Leute, heißt Hiski LP. Super Kanal, wirklich. Schaut mal rein bei ihm. Er macht wirklich auch super Let's Plays und ja, sei gegrüßt. Hiski, auch ein Stammzuschauer mittlerweile. Finde ich gut. Gut. Alles klar, dann gehen wir mal auf die nächste Frage. Die ist ein bisschen größer tatsächlich, weil da noch so ein teilweise Feedback, generelles Feedback drin ist. Aber ich lese einfach mal die ganze Frage einfach mal vor. Die ist nämlich von Noblex672's Playground. Moin, Sebi. Hi. In deinem Kanal habe ich ab und an reingeschaut und wenn etwas besonders auffällt, dann ist es deine Stimme. Sehr angenehm, beruhigend und entspannend. Mal ein Kontrastprogramm zu allen, die mit ihren Edits ganz dick auftragen. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, ich finde ich gut, dass dir das so gefällt. Ja, man will sich ja irgendwie von der Masse abheben, ne? Von daher. Jo, hier könnte ich direkt fragen, womit du die Audio aufzeichnest, dass deine Stimme so super rüberkommt. Ja, das kann ich hier auch nochmal erklären. Wie gesagt, ich nehme es mit Raiden Relife auf, beziehungsweise AMD Relife und bearbeite die Stimme dann nochmal im Nachhinein bei Audacity. Genau. Rausch rausnehmen, Bass, ein bisschen mehr reinhauen und so weiter. Genau, gerne stelle ich dir auch mal ein paar Fragen für deinen 500 Abos Special. Mal schauen, wann es bei mir soweit ist. Ich glaube, das dauert nicht mehr so lange. Zu den Fragen. Ich schätze dich etwas älter ein, weshalb ich das Gefühl habe, dass du die 90er in puncto Videospielen sehr akut wahrgenommen haben müsstest. Würde ich jetzt aufgrund deiner Videos auch vermuten. Da hast du nicht ganz Unrecht. Daher,
Erstens, welche ersten Kontaktpunkte hattest du zum Gaming? Sehr interessante Frage. Da muss ich mich tatsächlich mal zurückerinnern, aber ich glaube tatsächlich, das erste Mal, als ich tatsächlich was mit Gaming zu tun hatte, war, als mein Vater damals Paperboy gespielt hat auf der NES. Ganz genau. Da kann man auch direkt die zweite Frage mit einbeziehen, was war dein erster Zockapparat? Also wie gesagt, ist halt eine kleine Kindheitsgeschichte. Mein Vater hat damals die NES mit nach Hause gebracht, die Nintendo. Und die allererste Nintendo-Konsole mit dem eckigen Controller und hat darauf einfach mal Paperboy gezockt. Das zeige ich euch mal, das Spiel, das ist ganz witzig gewesen. Da ist man einfach an der Straße entlang gefangen und fahren und musste Zeitungen in, ja, Briefkästen schmeißen. Mit der schönen alten Grafik. Ach, das war so herrlich, das Spiel. Und das war im Prinzip meine erste Gaming-Erfahrung. Das war Mitte der 90er. 1995, 96 war das tatsächlich. Und ja, von daher, da war ich 4 oder 5 Jahre alt. Und ja, im Prinzip eine sehr schöne Gaming-Erfahrung. Dann haben wir die dritte Frage, muss ich auch noch kurz beantworten. In den 90ern war LucasArts ganz groß und es gab keinen Haushalt, bei dem das nicht der Fall war. Stimmt, bei uns war auch ein LucasArts-Game im Haushalt. Wie stehst du zu Monkey Island, Indiana Jones etc.? Hast du gegebenenfalls ein Lieblingsspiel von LucasArts? Fate of Atlantis hat uns damals vom Hocker gehauen. Wie standest du zu den ganzen Star Wars-Spielen, die ja regelrecht dominiert haben und auch gewisse Gerätschaften auf dem Markt etablieren wollten, zum Beispiel Rebel Assault mit der CD-ROM und entsprechenden Laufwerk? Rebel Assault kenne ich, muss ich sagen, kenne ich gar nicht. Es ist irgendwie an mir vorbeigegangen damals. Aber ja, LucasArts natürlich, klar. Wir hatten damals, mein absolutes Lieblingsspiel war damals von LucasArts Star Wars die Power Battles. Das ist ja auch hier auf dem Kanal gekommen. Das war für die PlayStation 1 war das. Und ja, ich fand das damals richtig witzig, da ja, in der 3D-Welt rumzulaufen. Und ja, ob noch was da kommt, beziehungsweise wie ich zu den anderen Spielen stehe, also Monkey Island, Indiana Jones etc. Also Indiana Jones wird auf jeden Fall noch kommen. Also irgendwann in der Zukunft, weil es gibt so viele Projekte. Aber wie gesagt, Indiana Jones habe ich auch mal bei einem Kumpel gesehen damals. Das fand ich auch sehr witzig, das Spiel. Und wie gesagt, das kommt auch irgendwann auf den Kanal. Genau, anknüpfen zu 3, wenn du LucasArts cool fandest. Ja, stünden LPs hier noch an, definitiv. Also das ein oder andere Star Wars-Spiel kommt noch, Indiana Jones kommt noch und so weiter. Da kommt noch einiges auf uns zu. Dann die fünfte Frage. Planst du neue Formate für deinen Kanal? Nostalgische Reviews zu eigenen Favoriten zum Beispiel? Also ich muss sagen, im Bereich Review bin ich noch nicht so erfahren, aber ja klar, also ich meine, mit der Zeit, warum nicht? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, auch wenn ich jetzt noch nicht so die Erfahrung da drin habe. Aber klar, warum nicht? Warum nicht? Das sollte es von mir gewesen sein. Weiterhin viel Erfolg. Ja, danke dir. Danke auch für diese netten Fragen. Es ist wirklich sehr tiefgründig gewesen. Finde ich gut. So, dann kommen wir zur letzten Frage des heutigen Specials. Die ist von dem Saphir-Sterndrache. Der darf natürlich nicht fehlen. Ich lese die einfach mal vor. Ich habe ja gesagt, du brauchst nicht lange. Ich habe ja 2 Wochen gesagt, oder? Keine Ahnung, wann das war. Lieg ich noch gut in der Zeit? Ja, es kommt ungefähr hin. Was habe ich vor 2 Wochen gesagt, dass ich bald die 5 oder knacke? Was ich, wie gesagt, immer noch nicht glauben kann. Aber gut. Also Fragen stellen. Also ich würde ja gerne eine Frage stellen, die extrem einzigartig ist. Mal nachdenken. Was für Projekte planst noch im Allgemeinen? Gibt es eine Art Geheimplan mit Games, die du machen willst? Ich würde mich über Sweet Home freuen aus der NES oder auch über Games wie Project Zero, Silent Hill, Dino Crisis 3 etc.
Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen zusammengezuckt bei Dino Crisis 3. Das ist eigentlich nicht bei mir geplant, Saphir-Stern, weil ich das Game, ja, ich weiß nicht, ich finde es nicht so gelungen. Da fand ich die ersten beiden Teile einfach zu gut, zu Bombe, dass ich da alles mit dem dritten Teil, ich weiß nicht, irgendwie, ja, runterziehen. Ist jetzt ein falsches Wort, aber. Nee, sorry. Aber klar, Project Zero, Silent Hill, klar, absolut, kommt. Und ob es irgendeinen geheimen Plan mit Games gibt, nö, eigentlich nicht. Ich habe jetzt mal alle Änderungswünsche einfach mal in eine Excel-Tabelle aufgenommen, beziehungsweise in so eine kleine Übersicht. Die werde ich hier einfach mal einblenden und da könnt ihr euch das auch nochmal angucken, was jetzt noch so geplant ist in der Zukunft. Und ja, falls ihr noch Wünsche habt, schreibt die gerne mit in die Tabelle rein. Beziehungsweise schreibt die in die Kommentare rein, dann trage ich sie in die Tabelle. Und ja, so behält man auch den Überblick, ne? Also es gibt keinen Geheimplan. Ich beziehe euch immer mit ein, was ihr euch so wünscht. Und genau. Gut, Freunde, sind wir schon wieder bei über 20 Minuten. Meine Güte, das ist ja schon echt krass. Aber, wie gesagt, richtig, richtig coole Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr von mir kennengelernt, so wie ich so als Typ bin. Und, ja, ach so, ach Quatsch, wartet mal. Hier gab es ja noch eine Frage, oder? Nee, Quatsch. Nee, das war was komplett anderes. Ach, ich bin schon so verwirrt. Ich bin einfach so überwältigt. Gut, Freunde, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, wenn ja, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.